Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Alpha's ready. Jetzt noch kurz abwarten, bis wir der Team-Captain sagte, yo, ich gehe mal davon aus, dass ich darf. Dann wollen wir mal. Enki, bist du bereit? Ja, ich gehe noch eine rauchen, während der hier lädt. Alles klar, wir starten mal das Spiel. Ladies and Gentlemen und diverse, Spiel Nummer 3 insgesamt. Und das zweite Spiel heute beginnt. Wir sehen erstmal wieder nicht, welche Agenten gewählt werden. Das ist schade, aber die Analyse wird es dann gleich geben. Erstmal sehen wir, wie Inky von dannen zieht, mich wieder alleine lässt. Aber was willst du machen? So, auf Seiten von Alpha, wie gesagt, haben schon die ersten oder anderen Änderungen gehört, wie sie vorgehen wollen. Bin gespannt, ob sich durchgesetzt hat. Es waren ja nur Informationen, die in den Raum geworfen wurden. Vielleicht auch falsche Informationen, falls ich was verraten sollte. Ich weiß ja nicht, wie das Team das im Bereich Vertrauen sieht mit dem großartigen Host, den es heute gibt. Wer der Co-Host verschwunden ist. Auf jeden Fall wieder die beste Map von ganz Valorant. Je nachdem, wie es dann aussieht, wenn die fünfte Map hinzukommt. Comentry sagt auf jeden Fall, dass er ein richtiger Teamplayer ist. Good luck, have fun. Hoffe ich natürlich auch, dass sie das alle haben werden. Alpha ging tatsächlich negativ an die Sache ran. Die haben das Match gesehen und sagten, oh scheiße. Hat man natürlich gehört beim Interview. Ich hoffe echt, dass sie jetzt nicht zu Kopf steigen lassen. Tenshi geht mega ab hier. Deswegen wechsle ich. Time for some serious coining. Auf geht's. Jo. Jetzt kann ich mich wieder zurücklehnen. Nice. Oh, was, ja? Also, es steht derzeit alle vor B. Bauen sich auf jeden Fall B-lastig auf. Ich vermute, dass das dann auch mit einem schnellen Go endet. Und alle von denen spielen mit, oder fast alle von denen spielen mit einem Punkt auf der T-Seite. Rauch im Anmarsch. Oh, die bauen sich auf. Bei Alpha sieht man noch die erste Änderung. Diesmal kein Cypher am Start, sondern die Jet. Okay. Und ein und Sofer. Klassische Wall zum Aufsplitten des Sets. Man entscheidet sich hier den B-Spot auf jeden Fall fallen zu lassen. Der Plant ging auf jeden Fall jetzt wesentlich schneller. Aber, also wie beim letzten Match auch, sehr schnell von Hand. 1-1 getradet. Jetzt fallen direkt erstmal zwei von den CTs. Der Retake, Race von hinten mit einer Sonderposition. Gerade vielleicht euer Commentary unterbreche. Ja. Janik, das sieht mega komisch aus, wenn du dich zurücklehnst. Wohin lehnen? Wenn du Inky hinten hast. Ja, mach doch nichts. Inky und ich kennen uns ja jetzt. Inky und ich kennen uns ja auch zurücklehnen. Ja. Alles klar. Viel Spaß wollte ich schon sagen. Naja. Alles klar. Ja, oder bis dann. So, dann mach ich so. So, jetzt haben wir natürlich den Ausgang der ersten Runde verpasst, auch wenn der relativ klar war, dass das jetzt die Angreifer verloren hatten, haben den B-Side eingenommen. Daraus resultierend, es gab mal 1-1 Trade und dann wurde einmal 2 ohne einen Refrag getradet und daraus resultierend hat man natürlich die Überzahl unter dem Zeitdruck gut runterspielen können. Und jetzt bauen sie sich wieder. Ja, alle in Richtung B. Die erste verschiebt. Ja, Sofa verschiebt schon mal. Rauch im Anmarsch. Barriere erschaffen. Oh, musst du kurz raus haben. Plant wieder schnell von der Hand. Mafiosis haben auf jeden Fall wieder einen Plant bekommen, ja. Wieder hat man sich zurückfallen lassen, den Spot dafür aufgegeben, versucht sich mit dem Pistol natürlich ein paar Breaks zu setzen. Race unter Druck. In diesem Aim-Duell, keiner fällt um. Aber Race auf jeden Fall schon mal angekratzt. Und da ist der erste Frag für die Verteidigung. Ja. Für eSports. Der fällt auch direkt. Gut, natürlich ein bisschen unten übersichtlich. Ja. Ja, Tenshi konnte leider die Sänger nicht nutzen. Der 2 Megakarte alleine schafft den ersten gegen 2, aber kann er natürlich nicht mehr sehr viel machen. Genau, 2 zu 0. Ja. 2 zu 0 für die Unterhosen-Mafia. Mhm. Das sieht so aus, als gibt es demnächst Boxershorts im Sonderangebot.
Ja, der Untergrundhandel im Schlüpfermarkt ist auf jeden Fall sehr krass jetzt voran. Das Marketing ist auf jeden Fall da. Die wollen den ersten Platz, man merkt das direkt. Während die Unterhosenmafia jetzt natürlich mit dem Sieg und einem guten Gefühl erstmal aus dem ersten Spiel rausgegangen sind, habe ich schon raushören können, Alpha ging erstmal negativ an die Sache ran. Das kann natürlich jetzt auch mindsetmäßig auch schlecht ausgehen, finde ich. Tut sogar meiner Meinung nach. Also man fängt jetzt schon an, in eine interessante Force-Formation zu gehen, sich einen Stinger um mit zwei Spectres zu begnügen. Da fehlt dann natürlich jetzt ein bisschen was Geld in dem Team. Trotz der Einstellung, die kommen können. Nichtsdestotrotz, diesmal wird die A-Side angegangen von der Unterhosen-Mafia. Verweilt jetzt noch ein bisschen was auf der Rampe. Mittlerweile hat sich auch das Alpha eSports-Team komplett um dem A-Spot drumherum versammelt. Da ist der nächste Kontakt. Und Refrag X-Men jetzt auch noch. Damit ist oben jetzt frei. Jack läuft 3 gegen 2, 3 gegen 1. Pike hier alleine mit der Sage kommt über die Rampe. Und es steht derzeit 2 im Heaven, beziehungsweise jetzt gedroppt, einer im Heaven und 3 Richtung Side. Pike tastet sich langsam ran, aber war natürlich abgeaimt. Ja, gegen so ein Up-Aim musst du dann natürlich ordentlich rausziehen. Aber ja, damit würde man sich verraten, ne? Das ist halt eine Art Pokerspiel, genau. Also wirklich darauf zu setzen, wann kann ich jetzt rausziehen, wann wissen die so oder so, dass ich komme. Genau. Unterhosen-Mafia hat zum Beispiel das auch beim letzten Match ja auch gemacht. Die haben ja auch mal eine Runde gesaved, als sie gesehen haben, okay, das lassen wir einfach jetzt mal diese Runde. Das kam sogar zweimal vor, wenn ich jetzt nicht komplett einen Schwachsinn erzähle. Aber sehen wir auf jeden Fall jetzt mal, wie es jetzt gehandelt wird von Alpha in diesem Fall. Auf jeden Fall bisher funktioniert die Sets auch. Bisher auch ähnlicher Aufbau wie beim letzten Mal. Alle bewaffnet. Und diesmal in der Mitte. Sehr interessant, dass man sich erst in dieser Runde dafür entscheidet, den Mid-Control zu holen. Das hätte man schon sehr viel früher machen können, ganz besonders, weil man den Waffenvorteil hatte. Aber es funktioniert natürlich auch jetzt. Roof wird ausgelassen, wird weggewallt, man versucht jetzt über den Vent Richtung A zu gehen. Tatsächlich ist das gesamte Verteidigerteam auch auf der B-Seite im Happen gestackt. Das heißt, es ist auf jeden Fall der richtige Read und der richtige Call. So war jetzt alleine, mal gucken, was er rausholen kann. Ja, fit jetzt. Schick gegen den ersten, Brimstone ist raus. Breach holt den Refrag, die Info war natürlich bekannt damit und ja, langsam ist Alpha eSports in der Situation, sich was überlegen zu müssen, sich was einfallen lassen zu müssen. Keine Ladung übrig. Geht in Deckung! Bisher wurde jedes Mal der Spot quasi kostenlos gegeben und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, da mit 2-3 Leuten einfach auf den richtigen Spot zu predikten, um mal drauf zu halten. Koki achtet auf die falsche Stelle, ist damit jetzt auch direkt natürlich vom Breach down. 2 gegen 2, Rez kommt mit der Ulti, kann diese Richtung CT werfen und kriegt den Kill. 1-1-1, Sage double. Sage gegen Sage, ja. Schönes Mirror-Match-up. Ich würde aber behaupten, dass Pike hier im Nachteil ist mit der Spectre. Holt sich jetzt auch nur noch eine Waffe, eine Vandal und CT zurück, versucht die über den Jordan zu bringen. Damit das 4-0. Keine verkehrte Entscheidung. Das Geld ist theoretisch da, dass man wieder so einen Halfball machen kann mit Singer, Spectre und Wende für die, die das Geld haben, plus das Pike hier einmal legen kann. Genau. Man sollte aber wie gesagt, ich denke, ab jetzt muss Alpha eSports da ein bisschen aggressiver spielen, eventuell irgendwo einen Push probieren, die Informationen sammeln. Weil auch wenn sie rechtzeitig da sind, um alle zusammen zu retaken, funktioniert das natürlich nicht so, wie es aktuell läuft. Dafür hält die Unterhosen-Mafia zu gut die Spots, spielt da zu gut zusammen. Bisher haben sie auch, also große Änderungen gab es meines Wissens nach auch nicht, außer die Agentenwahl bei Alpha. Aber man sollte natürlich auch nicht vergessen, ähnlicher Start wie beim ersten Spiel von Alpha, erstmal schwach reingekommen. Müssen sie halt nur, also ähnlich machen wie bei Nightmare Hunter, jetzt sich dann nicht schlecht reinfressen zu lassen. Sie spielen es ja diesmal theoretisch auch richtig, ne? Das was ich schon am Donnerstag angemenkelt habe, zusammen halt zum Zug zu kommen, die Retex gehen zusammen. Auch mal einen Spot fallen zu lassen, zum Beispiel die Mitte, machen sie auch richtig, aber das Timing muss halt einfach stimmen dann, wenn man von hinten kommt oder wenn der Go da ist. Ja. Ihr habt jetzt nicht gesehen, dass da mittlerweile auf der Side ist. Und jetzt wieder Sova alleine. Das kennen wir bereits. Kater gegen die Welt. Stimmt, wie beim ersten Match. Volltreffer.
Ja, er ist halt ein Intel-Champion, ne? Der versucht halt möglichst defensiv zu spielen, Informationen zu sammeln und daraus resultiert dann halt seine Entscheidung zu treffen. Decke Gebiet auf. Aber da muss man von der Taktung noch ein bisschen was mehr gemeinsam zugreifen, damit diese Informationen auch gut verwertet werden können. Wegen man, gestern hatten sie auch eine kleine Trainingssession, allerdings auch nur mit zwei Mann. Also sie konnten sich jetzt noch nicht viel mehr miteinander absprechen. Das haben sie jetzt vermutlich getan, ab kurz vor Turnierbeginn nochmal Kleinigkeiten anzusprechen. Also 5-0 bisher. Kochen. Ja, aber auch wichtig, die Waffe in die Runde zu bringen. Und wieder ein Aufbau vor B, diesmal eventuell ein bisschen mehr split-technisch, weil da baut sich Shockcraft schon vor der Mitte auf. Ja. Diesmal 3-4, ich muss aus dem letzten Spiel sagen, das war ja auch gegen die Unterhosen-Mafia, da hat mich Cypher bzw. Shockcraft am meisten auf dem falschen Fuß erwischt. Der hat das nicht schlecht gemacht mit den Timings. Und auch mit den Peaks, der geht da ordentlich ran. Mal gucken, was jetzt in der Mitte kommt. Hält derzeit Vent, aber die Mitte wird halt offen gelassen, was ja auch nicht verkehrt ist. Theoretisch gut umgestellt, diesmal mit zwei Leuten auf B. Aber es wird B nicht angegangen. Diesmal geht's über die Mitte. Gucken, ob die so klug sind, die Mitte diesmal fallen zu lassen. Ja, das wird ein bisschen schwer. Jetzt im Vent die Race. Wird es ja. Genietet. Wenig zu machen. Mega-Karte, gute Chance. Gut genutzt. Macht immerhin zwei. Guck, er hat Köder benutzt. Hat es auf jeden Fall so eine 2-1 Auseinandersetzung gebracht. Jetzt auch ein bisschen Revive jetzt, das Ganze zur 3-gegen-3 Situation bringen zu können. Und sich natürlich jetzt für einen Retake aufzubauen. Die Bombe ist auf A gelegt, das ist natürlich auch bekannt seitens Alpha eSports und ja. Shockcraft mit seiner Orb hinten den Vent am Up-Aim Richtung Underground, aber das steht da natürlich völlig falsch, da passiert gar nichts. Die anderen beiden im Elbow und CT. Gucken wir mal, wie weit das jetzt vom Timing passen wird. Gift kommt, der erste auf CT down. Elbow dürfte jetzt bekannt sein, stirbt auch. 2 gegen 1. Und jetzt Shockcraft in der Situation. Schafft das 1 gegen 1 zu reduzieren. Schöne Smoke. Und sehr schönes Spiel von X-Men. Damit ist das auch die erste Runde für Alpha eSports. Und vielleicht der Wendepunkt der Gezeiten. Der Grund, die Runde, auf die man jetzt basierend aufbauen kann und das gesamte Spiel anfängt langsam zu drehen. Ja. Auf jeden Fall ein netter Wendepunkt, auf jeden Fall. Auch sehr knapp, muss man einfach sagen. Ja, ich merke schon, selbst im Bombenplan hast du schon die Erfahrung, wann etwas geht. Ich war mir gerade noch unsicher. Was? Ich war mir gerade noch unsicher. 0,3 ist schon knapp. Aber nicht schlecht. Ja. Sagt einfach gar nichts. Ja, ist okay. Auf jeden Fall jetzt Aufbau bei B. Auf geht's. Am Ende zählen die Resultate. Sage wartet hier eigentlich nur darauf, dass irgendein Schritt vor B kommt, damit er sofort die Wall setzen kann. Jetzt kommt da das Geräusch und die Wall wird nicht gesetzt. Zu spät. Schade. Schade vom Pike, ja. Die werden jetzt vor der Garage alle eingeladen. Die Wall ist kaputt. Man kommt jetzt auf die B-Side drauf. Drei im Heaven zur Verteidigung, die natürlich jetzt wenig machen können. Die Ulti fährt einmal drüber. Muss sich zurückziehen und jetzt gleich einen gemeinsamen Retake starten. Bombe ist gelegt. Carter kommt über CT, Jet verschiebt auch über CT, ansonsten Viper und Race zusammen im Heaven. Konstellation aktuell über Balkon. Alpha End, aber Frack schon richtig ab. Ein wichtiger Frack. Das sind Molly. Bleiben wir mal hier auf Linkes Man. Der zweite Frack. Alpha mit dem dritten, X-Man, sorry, mit dem dritten. Ja. Steht jetzt gegen zwei Leute, eventuell beide bekannt. 2 gegen 2 Situation. Frack Jan wird auf jeden Fall eingegrenzt. Und Race sollte im Split jetzt auch bekannt sein. Ah, schade. Schade. Zeit tickt jetzt auch zu schnell. Ansonsten trotzdem drei schöne Frags von X-Men mit der Orb. Aber ich finde am Anfang konnte man es halt auch nochmal gut sehen mit der Situation für Pike hier. Also, wie beim letzten Match auch. Die Ansätze sind auf jeden Fall gut, aber die Umsetzung dann, also das richtige Schalten dann bis zum Ende, das Timing auch, das stimmt halt noch nicht so ganz. Das ist auf jeden Fall noch der Punkt, woran sie noch arbeiten müssen.
Es ist halt nicht einfach. Also, ja, klar. Du hast halt entweder die Möglichkeit, dass du halt schnell genug, also dass man irgendwo einen aggressiven Push macht, schnell genug dadurch in der Lage ist, auszuschließen. Zum Beispiel, man pusht jetzt A aus, ja, hält B defensiv. Und wenn man die Info hat, dann weiß man, okay, man kann Gas geben und fängt halt einen guten Retake wirklich von allen Seiten an. Die andere Möglichkeit, die besteht, ist halt, man lässt die Side irgendwie fallen, wartet auf die Mates, die dann auch kommen, um zusammen halt gegenzuhalten. Aber dann sagt man jetzt, und da müssen auch alle zugreifen und die Infos müssen fliegen. Und dann kann man die offen in einem Feuergefecht quasi versuchen zu besiegen. Auf jeden Fall die Wall jetzt kaputt, wieder alle vor dem B-Spot. Gehen auch wieder gemeinsam drauf, ein schöner Go. Tracking Pike hier sitzt, eine eher ungünstige Nate von der Race. Kostet hier die Ultimate von Sage im Endeffekt, aber man kann es wieder ausgleichen. Ja. Jetzt steht schon wieder 2 gegen 5. Mhm. Ne, das meine ich, das war kein getakteter Gegengo. Da hat erstmal einer ist von der Side rumgezogen, später hat dann einer auf der Side gestanden. Und so sind dann nach und nach die Leute gefallen. Da findet man noch keinen gemeinsamen Engage-Punkt, wenn man das mal so anzeigen darf. What? Shockcraft hier auch noch mit dem Scout-Kill. Ja. 7-1. Ich bin ja immer für die Underdogs, das Spiel muss spannend gemacht werden. Und theoretisch genau. Ist hier noch alles drinnen, meine Freunde. Ja. Es ist alles drin. Mein Seitenwechsel kannst du ja auch ausmachen. Ne? Das hat Alpha ja auch gut genutzt, den Anfang vom Seitenwechsel. Das ist ja auch sehr gut reingekommen beim ersten Spiel. Weil sie sich bis dahin gut halten. God of Nightmare, meine Kamera oder die von JK? Irgendeine Kamera scheint gerade zu sagen, ne? Ja, ich sehe eigentlich beides, passt eigentlich. Ich meine, Greenscreen lässt einmal ganz minimal nach, aber das fixe ich einmal nebenbei. Das wird nicht das Problem sein. Ansonsten mal versucht jetzt hier schnell über die Mitte zu gehen. Heaven ist mal wieder abgewallt. Ventrum ist eingenommen von Heaven. Schöner Kill von Tenshi. Die erste Chance für die CTs mit dem Entry zu arbeiten. Man darf sich jetzt hier nur nicht im Vent killen lassen. Und die Race steht da. Bereit für alle Untaten, die man sich vorstellen kann. Aber leider wird das mit der Ulti nix. Hive Randers oder Adriana oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Spike ist down im Heaven, ab jetzt wird sich das Ganze für A entscheiden müssen. Viper mit einer sehr guten Ulti, um diesen Spike dann auch zu verteidigen. Du bist neu. Ja, herzlich willkommen. Oh, jetzt haben wir einen auf der A-Side, zwei im Heaven. Der Sova ist auf jeden Fall ein bisschen out of position. Megakata muss da ein bisschen was mehr mit den Mates helfen. Okay, das scheinst du zu sein mit der Kamera. Newcomer incoming. So, easy. Okay. Ja, das war das, was zu erwarten war. Also, die Bombe war halt down. Es ist nicht verkehrt, wenn Carter da von der Side aus steht, aber der muss dann schon mindestens so weit offensiv sein, dass er dann in irgendeiner Form für die Mates eine Flank hat. Indem er die Rampe hält, indem er CT hält oder sonst irgendwas. Auf dem Spot selber, die Gegner mussten ja über Heaven gehen. Hat er eigentlich keinen Gegnerkontakt erwarten können. Zumindest nicht, wenn die Gegner selber mitbekommen haben, was abgeht. Okay, 8-1 für die Unterhosen-Mafia. So. Das gibt mir das Gefühl, dass wir ja gerade eben gar nicht so schlecht gespielt haben im ersten Game. Ja, also aus neutraler Sicht war das halt ein sehr geiles Match. Also sehr, sehr schönes Hin und Her. Hier ist es natürlich noch natürlich für Alpha noch bisher deutlich, sag ich mal. Eigentlich gar nicht so deutlich. Es sind halt häufig, wie gesagt, so 2-1 Situationen oder so. Oder 3 und 2, wo das Ganze dann halt schief geht. Es ist immer bis dahin läuft das ausgeglichen. Ja, es ist immer halt das kleine letzte bisschen. Ja, wobei jetzt hier wieder ein Doppelkill auf B. Man muss halt auch einfach sagen, dass sie auch ihre Entries finden, ne? Bei der Unterhosen-Mafia. Ich finde die Möglichkeit, die ersten und den zweiten Track immer zu machen. Die Gegner zu separieren und dann einzeln anzugehen. X-Man kann sich jetzt auch hier nicht verteidigen. Am CT wird er dann deswegen geholt. Auch wenig zu machen. Aber Megakata versucht es trotzdem noch. Kriegt natürlich noch Besuch von hinten. Ja, also ganz ehrlich, langsam müssen die Goldstücke auf den Tisch gepackt werden und da muss man mal ein bisschen was zeigen, was man in der Hose hat. Sie müssen einfach die Wände bringen. Dann wird es einmal safen. Also hier sind auf jeden Fall nicht mehr viele Runden in dieser Halbzeit zu holen, als dass du da Larifari machen kannst. Ja, zwei Runden haben sie noch.
Also ich würde mal predicten, mit einem 3-9, wenn die gut die Entries finden, können sie das Ganze noch zu einem spannenden Match machen lassen. Mhm. Oder könnte das Ganze noch ein spannendes Match werden, wenn sie jetzt nicht den Umschalter haben und auf CT das Ganze in eine andere Richtung gedreht bekommen, dann wird das Ergebnis entweder von einem Comeback oder von der Domination halt hergeleitet. Guter Entry-Versuch für Shockcraft. Schon rotiert sich alles wieder Richtung Mitte. B, A lässt man mittlerweile komplett offen. Und das ist ein Fake, sie readen es. Guck's dir mal an. Unterhosen-Mafia readet den Fake. Meine Ult ist nicht bereit. Die Möglichkeit. Ja, vor B ist jetzt auch nichts mehr und entsprechend Alpha eSport auch schon wieder am umstrukturieren und sich jetzt für A am aufbauen. Auf Reed folgt gegen Reed. Endlich der Entry jetzt auch mal für Alpha eSports. Mega-Karte konnte die Chance leider nicht nutzen. Hatte wieder den ersten Kontakt. Ich weiß genau, wo ich sei. Alpha holt sich auch noch den Frag. Ja. Explosion! Falk ja bekannt. Ah, guckt Jet von und hinten. Sage zusammen im Retake. Eigentlich müssen wir dafür gehen. Leider ist das zum einen nur eine Spectre. Ja. X-Men wird aber nochmal wiederbelebt. X-Men direkt leider wieder down. Ja. Leider eine schlechte Tür Position gewesen. Zum Wiederbeleben, ja. Aber guter Zeitpunkt. Also, damit hätte man was ändern können. Nur leider nicht, wenn die Gegner die ganze Zeit einen Blick auf die Leiche werfen. Mhm. Ja. Letzte Runde der ersten Halbzeit, würde ich schon mal sagen. Ja. Und die Unterhosen-Mafia ist als Angreifer natürlich hier wunderbar mit drei Ultimates aufgeladen. Das wird wahrlich schwer, da jetzt was gegenzuhalten. Also vielleicht rastet Cookie ja jetzt mit seiner Ulti komplett aus, wobei der momentan 1-11 steht, was aber nicht schlimm ist. Er probiert es zumindest. Letztes Mal mit Cypher nicht so warm geworden. Spielt jetzt aber sein Main, wo man dann die meiste Spielerfahrung hat. Konnte aber trotzdem halt noch nicht ins Spiel finden. Kieselklopfer mit einem schönen Shot hier. Wollt wieder Heaven weg. Darf das auch jedes Mal ungestört machen, das muss man auch sagen. Also da wird in der Mitte halt auch nicht gegen aggressed. Legt bitte Odin. X-Men darf ihn dafür jetzt auch abstrafen. Gott sei Dank, dank der X-Men. Für Treuen haben wir hier keine Option auf. Wiederbelebt. Kommt leider nicht mehr weg. Und Sage darf noch den Refrag machen. Schade, X-Men hätte ein bisschen mehr drauf. Da ist die Odin wieder. Gut, machst du nicht viel. Das war die erste Halbzeit. 1-11. Ja, jetzt kommt der Seitenwechsel. Frischer Wind. Kann durch Alpha eSport darf es mal Angreifer probieren. Und ich hoffe, die sind nicht zu demotiviert. Im Endeffekt zählt natürlich auch das Rundenverhältnis und der Stuhl ist scharf. Also dein Stuhl ist anscheinend richtig schön im Fokus. Ich denke, um deinen geht es. Ja, Mein Stuhl ist genau, auch Alpha eSport. Wäre es geil, wenn jetzt mit der Chance als Angreifer. Schade, dass es nicht mein persönlicher Stuhl wäre, so Merch, weißt du. Das wäre jetzt das beste Marketing gewesen, aber leider nicht. Aber mal schauen. Alpha eSports entscheidet sich jetzt auf jeden Fall erstmal für den Default-Aufbau. Gehen wir zwei über die Mitte, einer der B hält, einer der A hält, beziehungsweise sogar drei Mitte mit dem Sova über Underground. Also, das ist auch eher eine Taktik, die ich präferiere. Man kann ein bisschen was die verschiedenen Seiten ausgucken und die Möglichkeiten beobachten. Keine Ladung mehr. Da fliegen direkt erstmal die Race Nades. Tenshi bringt sich fast selber um. Naja, gut, war halt die Smoke, ne? Und die Wall dahinter hat er halt nicht gesehen. Hat die Nade einfach dagegen geworfen. Jetzt noch der Angriff von hinten. Cookie und Pike ja natürlich noch am Up-M gewesen, ob von den Seiten noch was kommen könnte. Jetzt aber verschieben sie auch. Megakater noch in der Mitte. Und Shockcraft speckt den Sova nicht? Doch, jetzt schon. Ich wollte gerade sagen, Shockcraft die Karte nicht, das war eine sehr verwirrende Situation. Der stand da halb im Gift drin, den Fuß noch draus. X-Men mit einem sehr mutigen Ulti-Orb-Take. Und natürlich rotiert jetzt das gesamte Unterhosen-Mafia-Team. Also die sind jetzt so surrounded. Das heißt, fünf Gesichter oder die Runde ist vorbei. Schade. Das war schon mal kein Gesicht. Cookie mit seinem zweiten Kill. Wehrt sich auf jeden Fall.
aber... jetzt kommt zum Matchpoint. Mit Krallen schaffst du halt nur Kratzer. Ja. Oh, jetzt ist der Bug da. Schade. Also darfst gerne irgendwann mal ein Buch über meine Metaphern schreiben. Sie sind allesamt sinnlos. Ja. Wie viel Prozent kriege ich von den Einnahmen? Da du es schreibst, will ich sagen, wir mal nur 33% haben. Ich rede ja nur. Und das kommt doch. Das den Rest musst du mit dem Verlag klamüsern. Ah, ist klar. Ja, das sollte passen. Wenn ich demnächst im Handel, Leute, jetzt vorbestellen. Auf. Jetzt wieder die Wall, wieder ein. Was heißt wieder? Diesmal das erste Mal ein strukturierter Bego. Ja, und hier, ne, wird direkt zusammen rumgepiekt. Man holt zwei Frags. Verunsichert hat das Angreiferteam. Gut gespielt von der Unterhosen-Mafia. Alpha Esports in der letzten, vielleicht letzten Runde. Tenshi bleibt. Den Match bei Move sich jetzt entscheiden, was sie machen. Race hat die Chance. Tenshi holt sich aber nur ein. Viper und Jett werden derzeit über den T-Spawn auf A verschieben. Ja. Unterhosen-Mafia ist aber wieder einen Schritt voraus, riecht das bereits und verschiebt selber auch zu A. Steht zumindest mit zwei Leuten zur Verteidigung da. Ja. Jetzt aber eine Tendenz in der Mitte. Nee, da wird schon über B ausgeschlossen. Die Sage kommt jetzt auch von hinten von T. Breach rotiert noch so ein bisschen, um zu gucken, von wo ist das denn jetzt gemütlich, aber... Da ist wieder der Kontakt. Da laufen wir zwei in die Mitte rein. Und da ist vorbei. Ein Kieselklopfer mit 4 Kills noch in der letzten Runde. Wie immer ein schöner Spray von ihm. Ja. Das war schnell. Ich würde schon völlig automatisch GG schreiben. Aber da war halt wohl nicht voll zu machen. Ja. GG ist immer noch möglich. Aber jetzt verlassen sie so nach und nach das Match. Auf jeden Fall, das war jetzt das zweite Match. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but